Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Ja, herzlich willkommen auf der Austrofoma 2023 auf dem Stand von Husqvarna Österreich. Wir präsentieren hier unsere neuen Forstgeräte, unsere neue Bekleidung, unsere neuen Klettergurte. Wir versuchen natürlich auch die neue Säge, die 542 iXP Akkusäge vorzustellen, die neue 560 Mark II vorzustellen, natürlich auch im Test natürlich. Und wir versuchen natürlich auch unsere neue Bekleidung, man sieht es, ich habe es jetzt selber an, die neue Forstbekleidung Extreme vorzustellen und natürlich auch Kletterseile und Klettergurte und natürlich Zubehör wie auch Blasgeräte, Freischneider. Ja, mit an Bord ist natürlich die Barbara Rinhofer und der Michael Ramsbacher, die was dieses Jahr bei der WLC in Estland Husqvarna vertreten hat und viele, viele Medaillen abgesandt haben. Und der Michael Ramsbacher wird für uns heute eine Vorführung machen im Kettenwechsel und sein persönlicher Rekord liegt bei 6 Sekunden. Und da freuen wir uns schon, wann uns das zeigen kann. Was wir euch zeigen wollen, was Neues ist, ist die Motorsäge 560 XP und 562 XP Mark II. Da haben wir natürlich viele Erneuerungen und Verbesserungen. Wir haben Auto-Tune 3.0, also nur mehr schneller. Wir haben eine verbesserte Startfähigkeit. Wir haben eine verbesserte Kühlung durch einen neuen Auspuff. Wir haben neues Kurbelgehäuse, Zylinder, Kolben, neue Lager haben wir reingegeben, ein neues Startergehäuse. Das heißt, wir haben auch ein Drehmoment, das was bei niedriger Drehzahl noch besser zur Geltung kommt. Und das macht die Maschine natürlich einzigartig und wird im Forst natürlich perfekt funktionieren. Was wir dann nur haben natürlich ist die 542 IPX Akkusäge und die T542, das ist dann die Einhandsäge für die Arboristen. Und auch da haben wir die Säge ja schon am Markt eingeführt, was jetzt neu ist und was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind einzigartig auf dem Markt. Wir haben eine neue Akkusäge mit Kupplung. Mit einer Kupplung, so wie es bei einer Motorsäge gehört eigentlich, wenn man so schön sagt. Und was noch neu ist, wir haben einen Ölsensor. Das heißt, meistens vergisst man das Öl nachzufüllen. Er fängt sofort an zum Blinken und warnt dich und sagt, bitte füll das Öl nach. Und was natürlich auch ganz perfekt ist, speziell im Wintereinsatz oder vielleicht für Frauen, wir haben eine Griffheizung. Das heißt, wärmende Hände, perfekt natürlich zum Arbeiten. Besser kann es gar nicht gehen. Also die zwei Maschinen haben wir mit an Bord natürlich und die finden sehr, sehr großen Anklang.